Maria Grätzer aus Schweden mit Spender S. Ein Hengst in Schweden gezüchtet, 10-jährig, vom Holsteiner Silbersee abstammend. Silbersee, der nicht nur das deutsche Derby damals mit Dr. Michael Rüping gewann in Hamburg-Kleinflottbek, sondern auch 1984 und 1985 hier den großen Preis in der Holstenhalle. Maria Grätzer hat auch positive Erinnerungen im Sattel an dieses Turnier, lange Jahre schon hier als Stammgast unterwegs. Ihre beste Platzierung war Platz 3, 1996. Nein, ich meine sogar Platz 2 war das mal gewesen, hier 1999 mit Feliciano. Eine recht kleine Reiterin, diese Maria Grätzer aus der Nähe von Malmö, etwa 1,60 groß, 46 Jahre alt und lebt völlig für die Pferde. Und dieser Spender S hat schon Bobs drin. Springt mächtig hoch mit der Hinterhand. Das könnte ihn jetzt Schwung kosten in der Kombination, aber denkst du, komm, noch mal Bein geben, Maria, jawohl! Nullfehlerritt Nummer 3. Und ist das nicht ein herrliches Bild, wie sich die kleine Schwedin Maria Grätzer, diese Weltklasse-Reiterin, hier freut über die Leistung ihres Hengstes Spender S. Da, wo der Vater schon drüber flog, macht der Sohn heute, 20 Jahre später, weiter. Der Silbersee-Nachkomme. Na, Alois Pollmann-Schmeckhorst hat das, glaube ich, auch gesehen.